Ein weiser Entschluss. Der Auftrag, den ich euch erteile, ist ein schwieriger, doch ich bin sicher, dass ihr alle Voraussetzungen mitbringt, ihn zu erfüllen. Sprecht bitte bei mir vor, wenn ihr genügend Beweise gegen den Eisenturm gesammelt habt. Wir sind so schnell wie möglich zurück. So. Wir haben zugestimmt, für H2G in eine Mission zu gehen. Genau. Beinahe unter meiner Würde. Jetzt sind wir wieder im richtigen Lauf, aber bevor wir den Eisenturm einen Besuch abstatten. Gut. Haben wir noch ein paar andere Sachen zu erledigen. Ja, da stöhnt irgendwo ein Gefangener. Sehr gut. Oder auch nicht für den armen Gefangenen. So. Hallo unter meiner Würde. Wir wollen hier raus und jetzt erst einmal dem Nekromanten seine Leiche geben. Und dann kommt eine ziemlich verzwickte Quest, bei der man ein paar Fehler machen kann. Beziehungsweise bei der ich auch schon mal Fehler gemacht habe und sie dann schlechter abschließen musste. Bettler. Da wäre noch ein Zugang zur Kanalisation. Ich glaube, das sind die einzigen beiden hier. Ah, vor dem Haus der sieben Sonnen. Oder der Gemeinschaft der sieben Sonnen. So, bürgerliche und der Ausgang. So, erstmal wollen wir bei einer Nacht schlafen. Dazu geben wir unsere Stammtaverne. Hier nämlich die funkelnde Klinge. Beinahe unter meiner Würde. So, und schlafen dann eine Runde. Was für Dienstleistungen habt ihr zu bieten? Einmal königlich schlafen. So, dann gehen wir raus und heilen ein bisschen nochmal. Nichts leichter als das. Am besten. Obwohl, das können wir machen, bevor wir dem Eisenthron einen Besuch abstatten. Jetzt erst einmal. Das war falsch. Das kostet zu viel Zeit. Nichts leichter als das. So rum geht's einfacher. Beinahe unter meiner Würde. So. Gut. Wir sollen ja jetzt erst einmal ihm hier, also dem Nekromanten dort drin, den Leichnam bringen. Dann werden wir von ihm mit Gold, mit irgendwas entlohnt. Mit Gold, glaube ich. Was? Dann müssen wir ihm seine Halskette klauen, die wir der Nekromantin im Nachbarhaus geben sollten. Nichts leichter als das. So. Okay, unter meiner Würde. Ah, gut, abgehangen. Da habt ihr wirklich, das habt ihr wirklich gut gemacht. Hier habt ihr 250 Goldmünzen, die stinken ja bekanntlich nicht. Na, warte, Nymphe, ich krieg den Ring schon noch. So, jetzt wird's ein bisschen pikanter, sag ich mal. Ich hab genug. Das war, glaube ich, das falsche Wort, das gibt's gar nicht. Pikanter. Brisanter. Jetzt müssen wir nämlich ihn bestehlen. Und dazu brauchen wir besseres Taschendiebstahl. Plus 40 macht der Trank hier, weil Imoen hat nur einen Taschendiebstahl von 25. Also trinken wir den mal. Machen kurz schnell Speicherung und jetzt müssen wir gucken, dass wir ihn erfolgreich überfallen. Genau. Jetzt haben wir nämlich von ihm die Halskette. Die müssten wir jetzt eigentlich ihr bringen. Nichts leichter als das. Ein Gebiet weiter unten. Nichts leichter als das. Weil hier ist der Nekromant, also das Gebäude können wir von hier aus nicht betreten, sondern nur vom oberen Gebiet aus. Und hier wohnt die Nekromantin. Du bist jung, denn ich verschwinde jetzt. Und die müssen wir jetzt auch bestehen. Wichtig ist, wir dürfen ihr den Ring, die Halskette noch nicht geben. Wir müssen sie erst bestehlen. Und das ist fehlgeschlagen. Gut. Und zum Glück haben wir den Quicksave gemacht. Denn ich verschwinde jetzt. Okay, wieder fehlgeschlagen. Denn ich verschwinde jetzt. Wieder fehlgeschlagen. Das müssen wir jetzt so lange probieren, bis es erfolgreich war. Und das dürften wir auch mit 65% hinkriegen. Ich hab genug davon. Nein. Und ja,
Ich weiß, das ist jetzt ein bisschen lächerlich, aber das ist der beste Weg, glaube ich, für diese Quest. So. Wir haben jetzt beide Gegenstände. Ihren Ring und sein Blutsteinamulett. Und mit den beiden Gegenständen gehen wir jetzt in das magische Allerlei. Wer sich nämlich noch richtig dran erinnert, dort ist ein Priester, der hat uns vor den beiden gewarnt. So. Hallo, Leute! Gehen wir da kurz rein. So. Dieser Priester hier. Ja, gut. Dem geben wir die Sachen. Ah, Akions Blutsteinamulett und Repsils Onyxring. Ich hoffe, es gab kein Blutvergießen, denn es würde euch noch schwere Gewissensbisse verursachen. Die Narren dieser Welt muss man ertragen, nicht umbringen. Deswegen haben wir sie auch bestohlen. Wie ihr auch seid, zumindest können sie nun Ruhe finden. Und was diesen Plunder betrifft, so könnt ihr ihn ruhig irgendwo verkaufen. Er hat für niemanden großen Nutzen. Für eure Mühen entlohne ich euch mit diesem Umhang. Er könnte euch in Zukunft nützlich sein. So, wir kriegen 3500 Erfahrungspunkte. Aber leider kein Umhang. Ich glaube, das ist ein bisschen verpackt. Aber ich glaube, das war auch kein wertvoller Umhang, den wir da kriegen würden. So, jetzt können wir ihr die Blutsteinheitskette geben. Und hätten damit auch ihre Quest auch mit abgeschlossen. So einfach ist das nämlich. So, dazu müssen wir einfach nur wieder hier unten hin. Beinahe unter meiner Würde. So. Gut. Hallo, Leute! Ihr seid zwar süß, aber beinahe. Hier nehmt diese Schriftrolle und geht. Ich kann euch sonst nichts gebrauchen. So, genau. Wir haben den Dinger abgegeben. Du bist jung. Ich hab genug davon. Und jetzt wollen wir uns mal kurz in ihrem Haus besser umschauen. Ich glaube, das haben wir nämlich auch noch nicht gemacht. Genau, hier ist nämlich noch ein Umhang. So, identifiziert den mal. Schutzumhang plus 1. Bringt uns nicht viel. Bastardschwert plus 1 bringt uns auch nicht viel. Aber bei Durians Helm. Übrigens, ich habe noch gar nicht den Umhang vorgelesen. Umhang von Baldurian. Der Umhang von Baldurian. Ja, toll. Dieser Umhang wurde angeblich von Baldurian getragen, dem Gründer von Baldurs Tor. Er wurde zwar nie im Kampf eingesetzt, bietet jedoch ein Maß an Schutz, das jedem großen Anführer würdig ist. Ja, und der Helm? Um den sagenumwobenen Helm von Baldurian, dem legendären Begründer von Baldurs Tor. Balduran klingt übrigens besser, sie hat nämlich beide Namen, haben sich lange Zeit Gerüchte gerankt. Er verfüge über schützende Zauberkräfte. Die wahre Natur der Zauberkraft dieses Helms ist allerdings noch nicht geklärt. Rüstungsklasse 1, plus 5 Lebenspunkte, Max Lebenspunkte, plus 5 Rettungswurf und ein plus 1 auf ETW. Das ist perfekt für Minsk. Und da könnte ich fast schon Khalid, weil er ja in der Front steht, den Umhang geben. Weil Khalid kriegt, glaube ich, öfter mal eine ab als Minsk. Nichts leicht. So. Gut. Das wäre damit auch erledigt. Wir haben die Erfahrungspunkte gekriegt. Wir haben keinen von den beiden töten müssen. Das Problem an dieser Quest muss ich jetzt gerade mal erklären. Wir hätten ihm die Halskette klauen können. Ihr geben. Aber von ihr hätten wir nur den Ring klauen können. Die Halskette nicht. Das heißt, wir hätten sie umbringen müssen. Und damit wäre die Quest schlechter ausgefallen. Und das wollen wir ja nicht. Gut. So. Als nächstes verkaufen wir unseren Ramsch. Kannst du den Zauber schon? Nein, den kanntest du noch nicht. Das ist der Zauber, den wir von der Nekromantin gekriegt haben. So, wir haben den Ring, den wir verkaufen können.
Die Pfeile können wir mal verschießen, dann sind die auch weg. Und die Sachen hier können wir auch verkaufen. Ja. Beinahe unter meiner Würde. So. Mit euch reden. Genau. Was habt ihr denn? So, wir wollen all den magischen Schnickschnack und das giftige Öl verkaufen. Der Rubinring ist übrigens sehr viel wert. Den anderen hätten wir auch verkaufen können, aber dann hätten wir weniger Erfahrungspunkte gekriegt. So, Onyxring, alles weg. So, das ist doch mal ein schöner Puffer. Hast du magische Pfeile vielleicht? Pfeile plus 1, nur ein 5er Pack. Todespfeil? Dieser Pfeil ist verdreht und schwarz. Man sieht es ihm fast an, dass er das Böse ausstrahlt. So als wäre er von einer höheren Macht besessen. Er wurde hergestellt, um ein bestimmtes Wesen und nur dieses Wesen zu töten. Der unglückliche Auserwählte ist in diesem Fall der Ogermagus. Tötet Ogermagus bei Berührung. Okay. Der ist leider schon tot. Pfeile der Detonation. Pfeile des Zauberbuchs. Feuerpfeile. Eispfeile. Pfeile und Bolzen. Kugeln. Nee, du bist mir etwas zu teuer. Gehen wir mal lieber wieder. So. Jetzt haben wir nur noch, bevor wir den Eisenthron machen können, eine Quest offen und für die müssen wir die Stadt verlassen. Also machen wir das jetzt einfach mal. Wir müssen nämlich nach Berikost und dort einen Umhang klauen von einem dicken Mann. Das heißt, wir reisen jetzt über den freundlichen Arm nach Berikost. Das sind nur 12 Stunden, das dürfte gehen. Nein, wir werden überfallen. Wow. Hör auf, Döner hier zu beißen, du blöder Wok. So. Ja. Die Reaper Räuber kommen wir noch an. Beinahe unter meiner Würde. Beinahe unter meiner Würde. Und jetzt geht's hier oben raus. So, freundlicher Arm. Und bei Imoin hat die Fähigkeit nachgelassen. Also den Meisterdiebestrank. So. Jetzt gehen wir erstmal zu dem Tempel hier. Nichts leichter als das. Tempel. Na, es wäre einfacher gewesen von hier unten, glaube ich. Gut. So. Nichts leichter als das. Ja, da kommen wir genau auf die Schmiede zu. So. Ich hoffe mal, wir haben genug Tage. Nein, haben wir nicht. Gut. Nur ein klitzekleines bisschen mehr. Oder? Kann ich alles machen, was ihr wollt. Ich habe ihn noch nicht fertig. Es kann noch ein bis zwei Tage dauern. Hab Geduld, gut Ding hat Weile. Schade, da müssen wir hier wirklich eine Runde schlafen. Gut. Oh, das ist ja kein Problem. Ah, nur 12 Stunden hat die Reise vom freundlichen Arm aus gedauert. Okay. Dann schlafen wir mal eine Runde im windigen Schwindler. Gut. Wie lange müssen wir schlafen? 2 Nächte. Das können wir uns ja leisten. Also 2 Übernachtungen. So, jetzt müssten wir das aber haben. Siedler Unglück. Nein. Für meine Mitwirkung Fischer. Ich habe Brunnen, die Leiche sei es so. Sie Brunnen nämlich Gold. Ankeckpanzer. Ah ja. Tag 91, Stunde 18. Ich hoffe, es sind Tage und nicht Stunden mitgezählt.
Weil sonst müssten wir nochmal schlafen. Und das wäre langsam ein bisschen doof.